In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Everything about Ja, Schatz. Pizza. Pizza? Pizza, Pizza. Was mit Pizza? Pizza. Okay. So, ihr Lieben, hi erstmal. Und wir sind jetzt auf dem Weg ins Internetcafé. Wir müssen ein, zwei Sachen ausdrucken und dann zur Post. Oh Mann. Genau, auf jeden Fall habe ich irgendwie gerade nach dem Zähneputzen Zahnschmerzen bekommen. Der Arme, der. Zum zweiten Mal hat der falsche vom Zeh. Ja. Welche? Nicht? Hier, hier. Ich habe den. Noch letztens gesagt, komm mal zu, wenn, egal wer dir Geld gibt, auch wenn du diese Person kennst, kontrolliere. Wirklich kontrolliere immer, aber keine Ahnung, wie ist das? Bist du im Metall weiter, Schatz? Ja. Nee, jetzt nicht mehr so weit. Ja, ja, danke schön, Lena, ja? Was denn? Mach mal das Auto dreckig, ja? Also, wo gehe ich jetzt hin? Irgendein Dingens. Internetcafé? Ja. Bulak, dann pass auf. Du machst dich sonst dreckig, Hadi. Hadi, mach. Was machst du? Was machst du? Nein, andersrum, andersrum. So. Ja, so. Hadi, so. Okay, jetzt trink. Aferin. Oh, Schatz, kannst du kurz vor der Wohnung halten? Ja. Ich habe unnormal von oben Zahnschmerzen bekommen, nachdem ich meine Zähne geputzt habe. Ich glaube, wegen dem kalten Wasser. Was ich wollte ein Tablett holen. Das in deinen Tabletten hat. Also mein Zahn tut nicht weh, nur keine Ahnung, ey. Mir ist auch voll schlecht geworden. Riech mal einmal, Kehle. Soll ich mitkommen? Nee. Hier. So, ihr Lieben. Ich bin jetzt mittlerweile bei meiner Mama. Und wir gehen jetzt einkaufen für morgen. Morgen fahren wir ja nach Dortmund. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Ja, nach dem Cut eben habe ich mich im Aufzug übergeben. Also mein Kreislauf war voll down. Und dann meinte, soll ich mit hochkommen? Und ich war dann komplett alleine und das war echt schlimm.
Dann bin ich nur noch in die Wohnung gerannt und habe mich da nochmal übergeben im Bad. Das hatte ich am Ende der Schwangerschaft bei Lina auch. Ich weiß jetzt noch nicht, woran das lag, ob das an der Schwangerschaft liegt oder ob das an meinen Magnesiumtabletten liegt, die ich gerade eben eingenommen habe. Also nicht gerade eben, sondern mittags. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt kurz zum Kaufland. Ich wollte für Lina Getränke holen für morgen. Für die Fahrt. Die Fahrt dauert eine Stunde und 50 Minuten. Und ich habe ja noch Knete mitgenommen. Ja. Genau. Und später gehe ich mit meiner Freundin raus. Dann bis gleich. Da hier ein Schildchen. Ich habe extra was gemacht. Kamerafrau. Hallo, Lina. Hallo, Lina. Hallo, Lina. Nimm auf die Mama den Kopf. Nimm dich. Ich erst mal schämen. Nein, ich weiß das direkt, dass die uns kennen. Von den Blicken, ne? Genau wie die dich so angucken oder so voll tief angucken. Und danach am Ende haben die diese so. Aber glaub mir, die haben auch nicht. Die sind sich nicht sicher. Sind das jetzt die. Ja, tamam. Wir gehen jetzt mal was essen. Und danach. Ich finde, wenn Lina bei uns ist, dann trauen die sich öfters, uns anzusprechen. Also wenn wir zu dritt sind. Bis jetzt zwei Zuschauer, Zuschauerinnen von uns hat. Also zwei Zuschauerinnen hat mir nochmal gut gefallen. Einmal Arkaden, wo die Frau mit ihrem Mann war, ja. Wo die dich direkt umarmt hat. Mhm. Und einmal war auch Arkaden, auch eine Frau mit Kopftuch war das, ich glaube. Wirklich voll. Ey, wir haben schon überall, wo wir waren, Leute gesehen. Und das nur mit 13.000 Abos. Ist nicht viel. Mhm. Wenn du so überlegst. Wie klein die Welt ist. So, ihr Lieben, auf jeden Fall, wir haben nicht mal Hallo gesagt, wir reden. Also, das war unsere Anfang jetzt. Ja, weil wir waren ja gestern in Dortmund, da hat mir eine Zuschauerin geschrieben, dass sie uns gesehen hat, aber sich nicht getraut hat, uns anzusprechen, was ich voll schade finde. Weil das ist voll schön, das Gefühl, wenn du siehst, die Leute kennen dich auch in anderen Städten, nicht nur in Köln, ne? Mhm. Ja, ich konnte auf jeden Fall nicht viel aufnehmen, weil ich musste die ganze Zeit Lina fahren. Und ja, das war zu viel Stress. Wäre Order dabei gewesen, dann wäre das viel angenehmer gewesen. Wir haben auch nicht viel gekauft. Jetzt hat uns Order abgeholt, nachdem er uns so sehr vermisst hat. Ja, jetzt gehen wir erstmal ein Burger essen. Muss ich mir überlegen, ob das stimmt ist. Ich habe hier die SMS. Der hat innerhalb zwei Stunden zweimal ich liebe dich gesagt. Das sagt er nie. Ne? Aber ich habe auch gesagt, ich liebe dich auch. Hallo. Sag ich das nie? Innerhalb zwei Stunden? Nein. Ihr Frauen, ne? Ihr seid was so. Was denn? Warte, Schatz, Lina sagt was. Aber ja. Ja, ihr wolltet backen, aber egal. Ja. Du kannst später mit Knete backen, ja? Ja, du wolltest nicht da bleiben. Ja, du wolltest nicht. Wir haben dich zwei, dreimal gefragt. Jetzt gehen wir Burger essen. Danach fahren wir ins Indoor-Spielplatz. Ich habe übrigens einen. Also, wir haben uns einen neuen Teppich gekauft. Vorgestern. Und ich finde den eigentlich voll schön. Der ist auch dünn. Dünn? Nicht grün, dünn. Dünn? Ja. Ja, das sind Ballons, ne? Eine da Susu. Wo? Wo ist Susu? Nein, da kommt kein Susu raus. Das sind Lüftungen, glaube ich. Oder? Wo? Schatz, hier war ein Unfall, ne? Wo ich mit Büchner zu dir gekommen bin. Freitag. Aber fetter Unfall. Und wie hat sie ihr das gefallen? Die meinte, oha, ich habe noch nie so schnell eine Shisha bekommen. Innerhalb zwei Sekunden. Dann hat sie das auch deiner Chefin gesagt. Mama. Papa. Papa.
Ja, Baba. Das ist ja rot. Wenn es grün ist, dann dürfen wir fahren. Naja, wir nehmen euch heute auf jeden Fall wieder mit und wünschen euch viel Spaß mit dem Video weiterhin. Ich weiß ja jetzt nicht, wo ich aufgehört habe und wie lange das Video schon geht. Bei mir ist voll warm, ihr auch. Mach doch dein Heizung aus. So. Schatz, nächste Woche soll es voll kalt werden, weißt du, ne? Buraya geçemiyoruz lan. Baba. Ja, guck mal, das war mein Ticket. Der Typ meinte dann, sie müssen ihren Namen da drauf schreiben, wenn sie damit fahren wollen. Der war Türke. So, ihr Lieben, ich wollte euch ja kurz zeigen, was wir gekauft haben. Und zwar, hier, nimm mal dein iPad. So, bei C&A habe ich für Lina dieses Oberteil gekauft. Das ist jetzt Größe 104. Das hat, glaube ich, 5 Euro oder 5,60 gekostet. Ich weiß nicht genau. Dann hat das 2,60 gekostet. Das sieht aus wie ein Schauer, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr bequem für zu Hause. Dasselbe nochmal in grün. Dann dieses T-Shirt, das hat 80 Cent gekostet. Das kann sie aber erst nächstes Jahr im Sommer anziehen. So. Essen? Willst du es essen? Ja. Wir haben noch Pommes. Ja? Ja. Es erstmal. Dann für alle dieses Parfümset. Ich liebe dieses Parfüm. Guck mal das. Was denn? Dann hat Nina diese Zahnpasta bekommen von Pepper Woods. Damit macht Zähneputzen bestimmt mehr Spaß. Ach, was riecht das? Schatz, hast du ihr das angemacht? Mhm. Ich dachte schon, jetzt selber. Das riecht voll lecker. Riech mal. Mhm. Guck mal. Lina. Das gehört Lina. Und dann noch das und mehr nicht. Pepperwutz. Das war's auch. Was denn? Soll ich das aufmachen? Ja. So, wird schön. Genau. Jetzt müssen wir. Schatz, sollen wir ein bisschen aufräumen, bevor wir gehen? Wow. Ja, dann räumen wir jetzt ein bisschen auf. Wir brauchen ein bisschen Platz. Und dann gehen wir raus. Ins Indoor-Spielplatz. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt im Auto. Also ich warte jetzt auf die zwei. Die sind nämlich Müll wegschmeißen. Wir haben hier aussortiert. Und da sind jetzt voll viele Kartons rausgekommen. Ja. Ach, mein Schlüssel ist hier. Und hier ist rüber mein Schlüssel. Genau, jetzt fahren wir ins Indoor-Spielplatz in Ports. Da zahlt man 10 Euro für 3 Personen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel pro Person. Das sieht voll fertig aus, ey. Ja, ich höre schon Lina, wie sie rennt. Und danach haben wir auch nichts vor. Dann kommen wir nach Hause und schlafen, denke ich mal. Schlafen. Chillen. Ja, ich versuche euch mal mitzunehmen und Lina aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt.
Ich kann dich leider nicht zeigen, sonst sieht man, wo wir wohnen. Was? Ich meinte zu dir, ich kann dich nicht zeigen, sonst sieht man, wo wir wohnen. Boah, hier drin ist wohl warm. Mhm. Wo gehen wir? Ich habe hier einen Chip gefunden für diese Autos. Ich habe es jetzt mitgenommen. Ich habe das mitgenommen. Aber wir müssen gucken, welches funktioniert dieses Mal. Nicht, dass er das wieder frisst. Was denn? Sag es? Ja. Sag doch, sag es, Lina. Alle Papa. Ja, du sagst immer. Ey, die Behinderte, die läuft. So, ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Ich wollte mich nur ganz kurz verabschieden. Wir haben jetzt ein bisschen Papierkram zu erledigen. Und dann gehen wir Baklava essen um 12 Uhr mittags. Aber der hat seit gestern Abend Lust drauf. Manchmal denke ich mir, er ist schwanger. Naja, bis übermorgen. Tschüss.